Einer unserer größten WM-Helden hat seine Karriere beendet. André Schürrle hat gesagt, er braucht keinen Beifall mehr. Er ist 29 Jahre, sehr alt, untypisch so früh Tschüss zu sagen. Tja, ein Moment hat seine Karriere definiert. Und ihr alle kennt ihn. Das WM-Finale 2014 in Rio. Die 113. Spielminute, ein perfekter Laufweg, eine tolle Flanke, die Vorlage zum 1:0. Aber auf diesem Tor liegt anscheinend ein Fluch. Seitdem ging es steil bergab. Die Erwartungen riesig, der Druck zu groß und das hat ihn erdrückt. Der Fall Schürrle zeigt, der Profifußball frisst sensible Spieler auf. Grund genug, mal im Detail über seine Karriere zu reden. Also, los geht's. Eins vorneweg, falls euch die Analysen von mir gefallen, zeigt die Videos gerne euren Freunden. Teilt sie auf Twitter, teilt sie auf Instagram, vertaggt mich auch gerne, das wäre wirklich eine stabile Sache. So, starten wir jetzt mal ganz vorne. Die ersten Schritte im Profifußball hat André Schürrle beim FSV Mainz 05 gemacht. Ab ins kalte Wasser schmiss man ihn. Als 18-Jähriger feierte er dort sein Bundesliga-Debüt. Sein Mentor vertraute ihm, Thomas Tuchel. Die beiden haben eine enge Bindung. In der U19 wurden sie gemeinsam deutscher Meister. Im Finale ging es da ausgerechnet gegen den BVB. Schürrle ist seinem Fußballvater echt dankbar, Tuchel sei zu ihm immer ehrlich gewesen und er wollte seine Schützlinge auch jeden Tag ein Stück besser machen. Logisch ist, bei seinem Debüt zitterten Schürrle die Knie. Tuchel sagte damals zu ihm, es sind ein paar mehr Zuschauer, aber es ist immer noch das gleiche Spiel. Ja, und diesen Satz hat Schürrle bis heute nicht vergessen. Der Aufstieg des Shootingstars war wirklich kometenhaft. Gegen den VfL Bochum erzielte er seine ersten beiden Tore. Ein Rekord, bis heute ist er der jüngste Mainzer Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Seine Entwicklung in Mainz war wirklich krass. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Am Anfang wirkte Schürrle total schüchtern, aber plötzlich ging er voll ab. Kennt ihr eigentlich die sogenannten Bruchweg-Boys? Wenn nein, sie haben einen legendären Auftritt im aktuellen Sportstudio hingelegt. Zieht euch das rein. Gar nicht mehr hinlegen. Nee. Ja, wirklich grandios. Kleiner Fun-Fact, André Schürrle kann gar nicht Gitarre spielen. Er hat sich meine gekauft, wollte es unbedingt lernen. 5 Stunden probierte er es und dann landete sie irgendwo in der Ecke. Tja, die Bruchweg-Boys lösten in Mainz einen echten Hype aus. André Schürrle, Luis Holpi und Adam Scholloy. Dank einer brutalen Offensivleistung gab es eine Siegesserie. Man war quasi unbesiegbar und schlug sogar den FC Bayern München. Der Torjubel sah dann so aus und deshalb auch der Spitzname Bruchweg-Boys. Ein Schlüssel war definitiv die Ausdauer. Schürrle lief den Platz nonstop rauf und runter, der hatte eine Pferdelunge und dazu nahm er gerne mal sein Herz in die Hand. Immer wieder zog er aus der zweiten Reihe ab und es hat sich tatsächlich gelohnt. 15 Tore schoss er in der Saison und damit war er der Mainzer Top-Torjäger. Mainz 05 qualifizierte sich also auch dank ihm für die Europa League, eine absolute Sensation. Und zu dem Zeitpunkt galt er als eines der größten Talente in Deutschland. Bayer Leverkusen schnappte ihn sich, die Ablöse 8,5 Millionen Euro, ein komplett logischer Schritt. Dort hatte er eine sportlich relativ gute Zeit. Wobei man auch sagen muss, der Verein war für ihn eher eine Zwischenstation. André Schürrle war ehrgeizig, vielleicht wollte er sogar zu schnell zu viel. Lasst uns mal über seinen Wechsel zum FC Chelsea reden. 2013 durfte er dorthin, die Ablöse 22 Millionen Euro. Ein großer Traum ging in Erfüllung, der FC Chelsea ist und war einer seiner Lieblingsvereine. Als Kind fieberte er schon vor dem Fernseher mit, vielleicht schlief er sogar in Chelsea-Bettwäsche, wer weiß. Sein Ziel, irgendwann mit Frank Lampard in einem Team spielen. Tja, Ziel erfüllt, kann man abhaken. Und das ist wirklich eine krasse Sache. Mit Stars in der Kabine sein, in dem fetten Loft in London wohnen, das ist ein neues Leben. Und keine Frage, das erste Jahr beim FC Chelsea lief gut. 30 Premier League-Spiele bestritt Schürrle, seine Bilanz 10 Scorerpunkte. Als Neuling in einem europäischen Top-Club, ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Und trotzdem, danach stürzt er ab und da ist die wichtige Frage, wieso? Lasst uns mal nach den Gründen suchen. So blöd es klingt, Schuld war zum Teil die WM 2014. Als Reservist ging Schürrle ins Turnier. In Brasilien gab es bis zu 40 Grad im Schatten, brutales Klima für Sportler. Viele Spiele waren eng und erst in den letzten Minuten gab es da jeweils die Entscheidung. Heißt im Klartext, die deutsche Nationalmannschaft hat Power für die Schlussphase gebraucht, eben zum Beispiel André Schürrle. Als Joker lieferte er wirklich gute Leistungen ab. Im Achtelfinale gegen Algerien schoss er zum Beispiel das 1:0 per Hacke, die Rettung in der Verlängerung. Ohne ihn wäre man vielleicht sogar ausgeschieden. Im legendären Halbfinale gegen Brasilien schoss er dann noch 2 Tore. Trotzdem, in die Startelf durfte er nicht. Und da hat Schürrle eine ganz wichtige Sache gelernt, das Ego hinten anstellen. Eigentlich denkt man ja, gut, wer als Joker gut spielt, hat sich einen Platz in der Startelf verdient. Nee, in diesem Fall nicht. Im Finale gegen Argentinien saß Schürrle wieder nur auf der Bank. Er wartete auf seinen Moment und, ihr wisst,
den bekam er. Die Story zum 1:0 ist grandios und die hat er selbst mal im Detail erzählt. Also, in der 113. Spielminute war Schürrle schon fix und fertig. Er wollte gar nicht mehr den Ball haben, aber er bekam ihn trotzdem. Er lief dann auf der linken Seite entlang und sah irgendwas Weißes in der Mitte. Relativ unplatziert bolzte er den Ball in die Mitte. Ihm war einfach nur wichtig, A, dass der Ball verwertet werden kann und B, dass er seinen rechten Standfuß nicht anschießt. Tja, und das Ende kennen wir alle. Götze verwertete den Ball mit der Brust und zack, das Tor zum WM-Titel. Der größte Moment seiner Karriere und generell die geilste Zeit seines Lebens. So, und jetzt kommen wir zu seinem Absturz. Zwei Faktoren waren da hauptverantwortlich. Punkt 1, der Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht. Die Belastung war zu groß. Ihr wisst, in England gibt es keine Winterpause, für ihn ein komplett neues Gefühl. Die erste Saison war brutal anstrengend. Ohne richtige Pause ging es dann zur Weltmeisterschaft. Dort warf er die letzten Körner rein. Und danach, tja, gab es wieder keine richtige Pause. 19 Tage Urlaub bekam Schürrle viel zu wenig, dann ging es wieder zum FC Chelsea. Dazu sagte er, Zitat, ich habe mich 3-4 Wochen pushen können, aber dann bin ich in das tiefste Loch gefallen, das es gibt. Ja, zu dem Zeitpunkt wollte er kein Fußball mehr spielen. Der Junge verlor den Spaß daran. Die Folge? Ja, Verletzungen. Der Oberschenkel brannte, er hatte keine Kraft mehr. Eine fatale Sache für seinen Spielstil. Tempo ist wichtig, die Spritzigkeit. Und die war komplett weg. Die Folge? Schürrle landete beim FC Chelsea auf der Bank. Und so folgte Punkt 2, die Selbstzweifel. Er zerbrach sich den Kopf darüber, was man denn alles ändern könnte. Er ist eben so ein typischer Kopfmensch. Und dieses Problem zieht sich eigentlich durch fast seine gesamte Karriere. Rückblickend meinte er mal, Zitat, bei meinen Tiefen war ich zu negativ und habe mir zu viele Gedanken gemacht und bei meinen Höhen habe ich zu sehr gefeiert. Deswegen ist es ein ständiges Auf und Ab. Ja, exakt. Konstanz war so nie möglich. Entweder lief es richtig geil oder richtig scheiße. Vielleicht wäre es besser gewesen, ein Jahr später ins Ausland zu gehen. So hätte er weiter bei der Werkself in Leverkusen reifen können. Am Ende sägte ihn der FC Chelsea ab und zack ging's zurück in die Bundesliga. Als Weltmeister bzw. Finalheld gab es natürlich einige Clubs, die Interesse hatten. Der VfL Wolfsburg bezahlte 32 Millionen Euro Ablöse, zu dem Zeitpunkt der Rekordtransfer der Wölfe. So gab es das nächste Problem, den Druck. André Schürrle wollte beweisen, dass er wirklich so viel Geld wert ist. Tja, konstant gute Leistungen lieferte er wieder nicht ab. Ein mentales Problem. Mit einem Mentalcoach hat er deshalb seine Körpersprache während der Spiele analysiert. In der Zeit wirkte Schürrle verbissen. Vom lockeren Spaßvogel aus Mainz war da nicht mehr viel übrig. Ein Grund dafür, tja, die Medien. Immer wieder gab es Schlagzeilen unter der Gürtellinie. Hier habe ich mal zwei Beispiele rausgesucht. 16 Millionen für jedes Tor. Ja, da wurde eben kritisiert, dass die Ablöse zu hoch war. Oder ist Schürrle ein Auslaufmodell? Ja, ein paar Wochen später gab es dann diese Schlagzeile vom selben Medium, von der Bild-Zeitung, die Schürrle-Rakete. Und jetzt mal ehrlich, jahrelang ging das so. Entweder war er der größte Buhmann der Nation oder der größte Held. So ein Mittelding gab es einfach nicht. Die ganze Kritik hat ihn abgestumpft. Er hat eine riesige Mauer vor sich aufgebaut. Jede Kritik abgeblockt und auch berechtigte. Zum Beispiel hat VfL-Trainer Dieter Hecking mal gemeint, er muss besser sein als das, was er bisher gezeigt hat. Ja, für Schürrle ein Stich ins Herz und da hat er zum ersten Mal dran gedacht, alles hinzuschmeißen. Seitdem hat er immer wieder an das Karriereende gedacht und dieser Gedanke ist in ihm gereift. Bei seinem Wechsel zum BVB wollte Schürrle nochmal wissen. Die letzte Chance bei einem Top-Club, wieder eine hohe Ablöse, 30 Millionen Euro, wieder großer Druck. Die Hoffnung war, dass ihm sein Mentor bzw. Fußballvater Thomas Tuchel den Kopf gerade rückt. Ja, dass er den alten Schürrle zurückholt, den wir noch in Mainz gesehen haben. Tja, jetzt können wir sagen, das hat nicht geklappt. Mein Eindruck war, zu dem Zeitpunkt nervte ihn schon der Profifußball und das hat er auch in dem Podcast so leicht durchblicken lassen. Generell störe ihn der Tagesablauf im Profifußball. Jeder Tag sah gleich aus. Von 9 bis 10 Uhr Frühstück, danach 2 Stunden Training, dann Mittagessen, dann wieder Training oder eben Freizeit. Positiv ist, es gibt eine Struktur im Leben. Negativ ist, ja, alles ist zeitlich getaktet, Freiheiten gibt's kaum. 11 Jahre hat das André Schürrle durchgezogen, eine sehr lange Zeit. Er meint, im Fußballbusiness gibt's wenig Spaß und deshalb hat er sich überlegt, okay, was will er noch erreichen, was sind seine Ziele und die Liste hat er offenbar komplett abgehakt. Der Profifußball in Deutschland hat André Schürrle nicht wirklich glücklich gemacht. Die Lösung? Raus aus dem Rampenlicht. Sein Glück hat er im Ausland gesucht. Erst beim FC Fulham und zuletzt bei Spartak Moskau. Eine neue sportliche Herausforderung, eine neue Rolle im Team. Spartak steckt ja mitten im Umbruch. Es ist ein sehr junger Kader. Er sollte die Talente anführen und ihnen bei der Entwicklung helfen. Genau das hat 1A geklappt. Schürrle sah man sogar wieder den Spaß am Fußball an. Tja, bis er sich am Knöchel verletzte. Ein trauriges Ende seiner Karriere. Sein Vertrag beim BVB wäre noch bis 2021 gelaufen, aber man hat ihn jetzt aufgelöst. Klar, es gibt wohl eine Abfindung in Höhe von 2,5 Millionen.
Millionen Euro, aber Geld soll beim Karriereende keine Rolle gespielt haben. Schürrle meinte mal, Zitat, das Geld macht einen nicht zufriedener, nicht glücklich, es erleichtert lediglich vieles. Ja, andere Dinge sind viel wichtiger. Seine Prioritäten im Leben haben sich verändert. Fußball ist nicht mehr so wichtig, so wirkt es zumindest auf mich. Die Familie steht weit vorne auf Platz 1. Seine Frau Anna und ihre kleine Tochter. Mit 29 Jahren die Karriere zu beenden, ist untypisch. Ich habe den größten Respekt davor. André Schürrle ist ein bodenständiger Typ, sympathisch und sehr reflektiert. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft. So, ihr habt gesehen, ich hatte in dem Video jetzt einige Trikots an und das Sammeln ist mittlerweile ein Hobby. Über das habe ich auf dem Kanal 182,5 geredet. Zieht euch das Video gerne mal rein. Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.